Weg. Hörst du mich? Ich werde dein... Gefilterte Sternenlicht der Konstellationen in voller Küche. Und du machst einen Doppel.
Fahrgeschäfte sind geschlossen. Fahrgeschäfte sind geschlossen. Willkommen in Eggmanns unglaublichem intergalaktischen Vergnügungspark. Hier erlebt ihr gleich 5 Planeten zum Preis von einem. Ziemlich hochtrabend, aber eins muss man dem Alten lassen. Dieser Ort ist echt umwerfend. Die Leute werden ihm die Bude einrennen. Daran besteht kein Zweifel. Aber was machen wir hier? Sieht doch alles ganz harmlos aus. Na klar, wenn Eggman heimlich einen Freizeitpark baut, muss ein übler Plan dahinter stecken. Zum Glück kommen seine Geheimnisse aber immer schnell ans Licht. Stimmt, ein riesiger schwebender Weltraumvergnügungspark mit lauter Planeten drumherum lässt sich ja auch schwer übersehen. Aber ob er wirklich wieder was ausheckt? Also, ich weiß nicht. Wow! Übler Plan oder nicht? Dieser Ort ist eine wahre Augenweide. Sowas hat's noch nie gegeben. Ich wundere mich nur, wie einfach wir hier reingekommen sind. Als einfach würde ich das nicht bezeichnen. Hallo, liebe Leute! Anschnallen und festhalten! Eggmans Weltraumaufzug mit Ultratempo bringt euch in eine intergalaktische Wunderwelt voller Spaß und Abenteuer! Ich fass es nicht. Jemand war so dumm, hier die Schlüssel stecken zu lassen. Es ist fast, als wolle Eggman, dass wir uns hier reinschleichen und alles demolieren. Du liebe Zeit! Dieses Ding ist ja irre schnell! Das nennst du schnell? Dieser Vergnügungspark wurde nur aus Reue für meine einstigen Missetaten errichtet und ist in keinster Weise mit irgendwelchen bösen Plänen oder vorsätzlichen Verbrechen verbunden. Na, ein Glück. Wenn ich nur daran denke, wird mir ganz schwummrig. Dein Stimmenschip ist mal wieder auf Cowboy hängen geblieben. Hör auf zu labern. Fang Aliens. Kommt her, ihr kleinen Viecher. Tschüss. Ich fang schnell. Hier her. Ich hol gleich meinen Lasso auf. Jetzt hab ich dich. Ich weiß zwar nicht, was hier vorgeht, aber ich weiß, was zu tun ist. Hey, was ist los? Hm? Hoppla!